Eieieiei. Have a seat, Monsieur Trottier. Ja, endlich ist er da. Is he here? Ja. Okay, beschäftige ihn, ich versuche mal was. Keep him busy, I'm gonna try something. All right then, give me a minute while I set him up. Aber gerne doch. Oh, Monsieur Trottier, I'm so pleased to meet such an expert antiquarian at long last. Uh-huh. Madame flatters me. It is I who am pleased to meet you. Ja, ja, jetzt aber gut. Now then, I need a token of power to set the mood. Well, okay. I have the stone key. I truly believe it is from the lost city. I truly. Very good. Very good indeed. Now we can begin. So, und was wir jetzt machen ist, wir öffnen hier das da und benutzen Licht aus. I think Nurab Sal is trying to signal us. Und zwar benutzen wir jetzt die Maske. I think I should try something else first. Nein, wir benutzen den Laken. Da wankelt was rum. Dann die Maske. Und benutzen die Taschenlampe. Oh, I feel the presence of Nurab Sal approaching ja, us. Genau. Ooh. Aye. Well done, Indy. Ja, unglaublich. Dass mir noch sowas reinfallen kann. Glückwunsch. Looks like we have one of the three stones. Let's hope ja, we can find so a way es. To use it. I'll bet Trottier got it from Al-Jabbar. Those two do a lot of business together. Let's head for North Africa and find out if I'm right. Also, zurück zu Al-Jabbar. Fine, I'll hail a cab while you get changed. Zurück zu Al-Jabbar. I better put the flashlight back. Oh, ja. Ich möchte ja nichts auf der Rechnung stehen haben. I'd better put the sheet back. Ja, genau. So, und jetzt Le Taxi. Wait for me! Wait for me! Algier, auf geht's! Bam, bam, bam! Okidoki! So, jetzt haben wir also die Sonnensteinscheibe. Damit könnten wir die kleine Kolonie schon betreten. So steht es im Dialog. So, jetzt quatschen wir wieder mit dem Kerl hier. Excuse me again. Entschuldigen Sie nochmals. Yes. Ausgezeichnet. Ich bin sehr in Atlantis. I'm really interested in Atlantis. And I really need some reason to take you seriously. Na, ja, 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 den haben wir. Ich habe da diesen Stein. I've got this stone. Stone, you say? Let's see it. Here it is. Take a look. Ah, a sunstone, if I'm not mistaken. Richtig. And the most stupendous find. Richtig. Dr. Jones. Ja. How do you know who I am? Yeah, how? My dear Miss Hapgood, when you're Omar Al-Jabbar, you know these things. Okay. Then you are Al-Jabbar. Nein! Yes, a lowly dealer in oddities and trinkets at your service. Wie hat's das denn rausgefunden? Let's get down to business, shall we? What do you know about Atlantis? Yes, tell us. Na los. Well, somewhere deep in the Atlas Mountains, there's an archaeological dig site. Yeah. I'm convinced it contains the remains of an Atlantean outpost. Okay. Das heißt, hier in der Nähe in der Wüste soll es also eine Ausgrabungsstätte geben, die angeblich ein voriger, ein ursprünglicher atlantischer Vorposten gewesen sein soll.
Darum wird es sich jetzt demnächst drehen. Whose dig is it? Europeans. Germans, I believe. Schön. Das macht mir schon wieder richtig Mut. In die Höhle des Löwen, sozusagen. What makes you so sure it's Atlantean? From time to time, scoundrels appear in my shop to trade pieces they stole there. The designs are unmistakable. Okay. Where is it exactly? I'm not exactly sure. I've learned enough to make a rough map, but it's very rough. Jetzt zeichnet uns eine schöne Karte. Eine grobe Karte. The problem is, the desert is no place for a civilized man like myself. Mhm. Total. We'll go. We will? Ja. I admire your courage, but you'll never survive the desert. Klingt gut. Give up while you still have your lives ahead of you. Geben wir auf oder gehen wir nicht auf? Ich weiß nicht. Komm, wir machen weiter. We'll never give up. Well then, let it be as God wills it. Okay. Come, I'll lend you my map. And a couple of sturdy camels. So, also auf geht's. Wir durchreiten jetzt die Wüste. Mit Kamelen. Mit den Schiffen der Wüste. Einige Minuten später. Der Al-Jabbar wieder. Hey, wie geht's? Und der Messerwerfer wirft und wirft und wirft und wird nicht müde. Einige Stunden später. Ah, oh, da sind sie wieder. Haben alles gefunden. Wunderbar. Wird halt nicht gezeigt, wie der Vorposten gefunden wird. You've returned alive. Tell me, how was your trip? Genau, gut, aus, dass die Kamele nach einer Meile verreckt sind. Okay, except our camels died a mile out of town. A terrible shame. Those were my last two camels. Perhaps I can make amends in some small way. Do you still have that mask I gave you? Ja, die habe ich bei mir. Warum? Yeah, I've got it right here. Why do you ask? I'd like to trade you for it. Sehr nett. Was würden Sie mir geben? Will you give me? That depends. Do you have anything in mind? Make an offer. Well, how about this baseball? It's been autographed by your country's Lou Gehrig. Nehmen wir es. I'll take it. You've made a good exchange, Effendi. Ja. Ich mag nämlich unterschriebene Baseballbälle, double gemoppelt, Baseballs. Klingt auch komisch. Jetzt reden wir mal mit diesem Händler hier. Was hat denn der so? So. Excuse me. Yes? Ja. Kommen Sie mal ran. Was ist denn heute? Well, looks good today. Today we have a special, squab on a stick, only 20 dinars. Taube am Spieß. Akzeptieren Sie auch you accept Karte. U.S. currency? Sorry, no. Oh. Eine Taube wäre nicht schlecht. A squab would sure hit the spot. 20 dinars, Effendi. Ach komm. Sei doch nicht so. Vielleicht können wir ein Geschäft machen. Maybe we can make a deal. What kind of deal? Ein schmutziges Geschäft, natürlich. Ich gebe Ihnen diesen signierten Baseball für einen Taube. I'll trade you this autographed baseball for a squab. I'm afraid I cannot make that trade, Effendi. Schade. But it does remind me to get my son a birthday present. Also, sein Sohn braucht ein Geburtstagsgeschenk. Legen Sie die Taube zurück. Hold the squab. I'll be back later. Also. Certainly, Effendi. Sein Sohn möchte etwas haben zum Geburtstag. Das heißt, wir brauchen etwas Kindgerechtes. Also,
labern wir wieder. Excuse me again. Yes? Ja. Was ist? Kann ich meinen Baseball Can I trade my baseball for something else? Do you have anything in mind? Etwas für einen Jungen, bitte. Something for a young boy, perhaps. Anything else? Make an offer. Well, how about... How about... This voodoo doll, it was carved from trees in the Black Forest. Ah, Holz vom Schwarzwald. Klingt scheußlich. I'll take it. I take it. You've made a good exchange, Afendi. Danke, danke. Danke, danke. Weiß ich zu schätzen. Gott, ist diese Puppe hässlich. Meine Fresse. So, der Händler. Excuse me. Reden wir mal wieder mit dem. Yes? Ja. Was gibt's? Was ist? Was steht an? I'd like to make another squab offer. Was anderes zum Anbieten. I'm listening. Ich höre. Le Voodoo-Puppe, wo haben wir das? I'll give you this cute voodoo doll for a squab. Total cute, ja. I'm afraid I cannot make that trade, Defender. Ja, hab ich mir fast schon gedacht. It just doesn't work with the colors of my house. Ach so. Also etwas Erdfarbenes, oder was? Hold the squab, I'll be back later. Was Braunes. Certainly, Effendi. Ah, certainly. Zurück zu Al-Jabbar. So, das ist die Tauschfolge, würde ich mal sagen. Tausch. Excuse me again. Yes? Ich tausche den Tausch. Can I trade my voodoo doll for something else? Ja, klar. Do you have anything in mind? Etwas für einen Jungen, bitte. For a young boy, perhaps. Anything else? Make an offer. Well, how about... This little red wagon, it once belonged to Rudyard Kipling. Okay, wer auch immer Rudyard Kipling ist. Sagt es mir. I'll take it. Nehmen wir es mal. You've made a good exchange, Afendi. Aber klar doch. So, dann wieder zurücklatschen. Nicht sehr spannend, ich weiß, aber muss auch gemacht werden. Das sind ja knallharte Abenteurer. Da muss man schon mal Excuse me. Hin und her laufen, um zu tauschen. Yes? Ja. I'd like to make another squab offer. I'm listening. Listening, huh? Kleiner roter Wagen. I'll give you this little red wagon for a squab. I'm afraid I cannot make that trade, Effendi. Weil? It just doesn't work with the colors of my house. Was ist das für eine Farbe? Hold the squab, I'll be back later. Certainly, oder was? Effendi. Dieses Braun da, oder ist das das Haus? Ach, ja. Gott. Es ist so schwierig. Excuse me again. Ich verzweifle. Yes? Ja. Can I trade my wagon for something else? Nein, es geht Do you have anything in mind? So, dann müssen wir auch gleich mal eine Aufnahmepause machen. Etwas für something einen Jungen. For a young boy, perhaps. Anything else? Make an offer. Machen Sie ein Angebot. Well, how about... This yellow yo-yo, it was hand-painted by an Arabian princess. Ja, gelb könnte hinkommen. Gelb-braun, das war dasselbe. I'll take it. You've made a good exchange, Afendi. Na klar. So, komm. Ich würde jetzt noch gerne... hier hinlatsche. Dann mit dem noch reden. Excuse me. Yes? I'd like to make another squab offer. Was anderes anbieten. I'm listening. Wie wär's mit dem brandneuen Jojo? Will you give me a squab for this brand new yo-yo? This will make perfect gift for birthday of ja, my son. Ja, siehste, perfekt. And it's so color coordinated. Ja. Here, have a squab. Juhu, wir haben eine Taube. Thank you. Alles klar. So. Dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.